Der seelischen Gesundheit findet jedes Jahr rund um den Internationalen Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober statt. Die Aktionswoche soll mit Vorträgen, Veranstaltungen, Interviews und musikalischen Rahmenprogrammen Aufmerksamkeit erregen und zum Nachdenken anregen. Ziel aller Veranstaltung ist es, über psychische Krankheiten aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote aufzuzeigen und die Diskussion darüber anzuregen. Um psychisch Erkrankte und deren Angehörige besser versorgen zu können, baut jetzt der Landkreis Görlitz nach bundesweitem Vorbild ein Bündnis gegen Depressionen auf. Dazu wurde die Woche der seelischen Gesundheit in diesem Jahr von Matthias Garmann vom Verein Initiative Görlitz e.V. organisiert. Sicherlich für den einen oder anderen sehr, sehr schwer, auch da rauszukommen. Viele, viele Menschen brauchen wahrscheinlich vielleicht sogar ihr Leben lang, um da rauszukommen. Aber wir wollen die Möglichkeit eröffnen, dass man überhaupt da rauskommen kann. Und ich glaube, dass wir mit dieser Veranstaltung heute die ganze Woche über schon viele Möglichkeiten aufzeigen konnten und vor allem präventiv. Das heißt, je früher man damit beginnt, umso größer sind natürlich die Chancen, dass man da wieder rauskommt. Und ich glaube auch ganz wichtig, einfach aufzuzeigen, dass es so ein großes Netzwerk gibt, dass man eben, wenn man an sich selber feststellt, okay, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Klar, jeder hat mal keinen Bock, aber wenn das über mehrere Tage so ist, über Wochen vielleicht sogar, dass man dann eben zeigt, Leute, ihr seid nicht allein, es gibt so viele Anlaufstellen, es gibt so ein großes Netzwerk, wo man sich auch hinwenden kann. Ganz genau. Das fängt an bei Selbsthilfegruppen, das geht weiter über die Kontakt- und Beratungsstellen, über die Hausärzte bis hin zu den Fachärzten und natürlich die ganzen Vereine, die dahinter stehen. Ne? Die Initiative Görlitz, das soziale Netzwerk Lausitz, was den Film gemacht hat, Sportvereine wie die Lausitzer Füchse, die sich dazu stellen, die Tornados in Niesky, aber auch viele andere Sportvereine und Sportbünde hier. Radio Lausitz-Moderatorin Christine Hart führte am Wochenende durch das Bühnenprogramm auf dem Görlitzer Marienplatz. Mit Angelika Martin, der Trommelgruppe Play, Lorenzo und Jeanette und vielen mehr. Im alten Kaufhaus spielten und sangen die Fröhlich-Singers und zeigten einmal mehr, Musik macht fröhlich.